Willkommen zurück zu Biitopia! In der letzten Folge haben wir diesen Flammenberg bestritten und nun wollen wir raus. Die rechts geht's raus. Und deshalb gehen wir hier rechts lang. Seems legit. Das Essen gestern, Mann, oh Mann. Ah, okay, ich dachte, da kommt irgendwas Cooles. Nee, es ist nur ein Bonbon. Hä? Bonbons sind nicht cool. Bonbons ist was für kleine Kinder. Hä? Was war das denn? Ein Knurren. Ein lautes Knurren. Muss ein Hund sein oder eine ganze Meute. Vorsicht, das Knurren erinnert mich an... Cerberus, der die Unterwelt bewacht. What? Was? Der hat unsere Gesichter? Moment. Das ist Young Mike, Miku und Danny. Die Macht ist aus. Ultrastreuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streuer, um einen Mii-Charakter stärker austeilen zu lassen. Ho, 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 du wirst von Mal zu Mal stärker. Das wird dir eine neue Kraft schenken, den Ultrastreuer. Durch ihn können Mii-Charaktere im Kampf härter austeilen. So hast du den Sieg, du, buchstäblich in der Hand. Ho, ho, ho. Ultra! Alle kriegen den Ultra! Let's go! Achso. Kontrolle verloren. Direkt ein Bosskampf! Und vielleicht gewinnen wir sogar die Warte, dann kriegen wir alle drei Gesichter zurück. Vielleicht sind die Mies hier irgendwo. Alter. Ich kann gerade nur zugucken, ne? Ich kann nichts machen. Alle rasten komplett aus. Bam, bam, bam. Aber wir machen richtig viel Damage dafür. Heilung. Juhu! Mehr HP! Okay, let's go! Wir verprügeln ihn komplett! Richtig viel Damage! Alter, aua! Nein, Freddy! Freddy, steh auf, Bruder! Steh auf, Bruder! Ja, Freddy ist wieder normal, weil er gestorben ist. Bam, bam! Oh, neue Technik! Festmahl! Fast fertig! Nom, 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 nom. Yay! Yay! Ihr beide kennt euch jetzt ein bisschen. Und könnt euch warnen. Bam! Bam! Wir sind alle wieder normal. Jetzt kann ich mal den Megafeuer ausprobieren. Neue Technik! Der Megafeuer! Mega! Bam! Man hat schon Damage gemacht. Ein bisschen mehr erwartet, aber hat schon Damage gemacht. Nice. Ich habe 100 erwartet, um ehrlich zu sein, aber nur 70. Nein! Damit ist es fast übergelaufen. Ey, was hier geht, hat irgendwas gegen Freddy. Und das war's. Dank. Yay, Cerberus! Der Herrscher der Unterwelt ist zerstört. Hehe, das wird morgen sicher noch wehtun. Und nun, die Gesichter kehren nun zu unseren Freunden zurück. Bam, 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 yeah! Papipo! Zack! Alle direkt wieder hier! Nice! Mike! Du hast uns gerettet! Wir sind dir was schuldig! Stimmt. Das war nämlich alles kein Kinderspiel. Abla, ist irgendwas? Nein, nichts, alles in Ordnung.
Die anderen drei sind in der Burg des dunklen Fürsten. Die sind zwar etwas Angst, aber lasst uns losziehen. Gemeinsam schaffen wir das. Gut, brechen wir auf. Wir drei gehen voraus. Bis später. Danny bricht mit den anderen zum Gasthaus auf. Damit wären 6 Helden gerettet. An Schlagkraft sollte es ja also nicht mangeln. Stimmt. Dann ist meine Arbeit hier getan. Den Rest überlasse ich dir. Viel Glück. Danke für all deine Hilfe. Was ein netter Typ. Der hat sich seinen Urlaub verdient. Jetzt, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Sehr, sehr viele. Haben wir überhaupt Platz hier? Ihr kuschelt alle miteinander. Oh Gott, seht ihr die Tabelle? Oh Gott, die wird immer größer. Welchen Level seid ihr? 16. Teilen. Ja, das kennen wir schon. 18 halt noch nicht. Hey, hier wird's langsam richtig voll. Aber cool, dass wir die anderen jetzt wiedersehen. Und damit, jetzt würde ich tatsächlich auch die Charaktere ändern. Bam, 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 yeah. Okay, jetzt wird die Tabelle aber auch langsam unübersichtlich. Die kennen sich alle gar nicht. Machen wir das mal so. Ihr kennt euch, oder? Ja, ihr kennt euch, natürlich kennt euch. Zumindest ein bisschen kennen. Jeder so ein Level up kennen ist, glaube ich, wichtig, oder? Ich habe schon das Gefühl, ja. Einer muss jetzt alleine chillen. Ich mache das Level up voll, damit ich weiß, was da stand bei Bunny. Genau. Danny ist sauer auf mich? What? Warum ist Danny sauer auf mich? Ah, und ihr geht es sauer auf Freddy. Ja. Kennt's Bunny nicht. Ihr kennt euch nicht. Und du bleibst am Pferd, weil. Genau. Ich will alles haben. Dunkeleisenfächer. Okay. Also so ein Eisenfächer muss ja richtig reinhauen, ne? Benutzen wir den mal. Herzchen-Uniform. Ey, Freddy. Bro, alles okay mit dir? Kannst gerne cute aussehen, wenn du cute aussehen willst. Ja, komm schön in Pink. Wunderbar. Perfekto. Wunderschön. Ein Karo-Dress. Ja, die ganze Zeit Erdbeer-Outfit hier. Jetzt will sie mal was anderes ausprobieren, aber ich sage, es sieht gut aus, tatsächlich. Ja, kannst du haben. Sieht ganz gut aus. Stimmt, wie sieht's eigentlich mit Futtern aus? Oh Gott. Nein! Du hast ihn verschluckt? Das kann nicht gesund für dich sein. Oh, oh. Wenn das im Magen explodiert. Ja, ganz okay. Höllen Hotdog. Ständchen, Ständchen, Salat, Mayonnaise und Ketchup runden das Aroma harmonisch ab. Ja, sehr nice. Okay. Habt ihr alle schon probiert? Nur ich mag das. Okay. Nur die beiden mögen das. Das hast du nicht probiert? Jetzt hast du es probiert. Hat jeder schon probiert. Das haben die beiden noch nicht probiert. Und die beiden auch noch nicht. Oh Gott, habe ich viele von den Dormumien? Ja, genug auf jeden Fall, dass das jeder probieren kann. Irgendwer von euch, der das richtig gefällt? Gott. Komm schon, bitte. Ja! Yes! Super. Okay, das hat noch niemand gegessen. Fange ich an. Das ist ganz okay. Super. Du hast es noch nicht getrunken. Nicht so. Okay. Du hast es noch nicht getrunken. Ganz gut. Okay. Und du hast es noch nicht getrunken. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Das kannst du nicht mehr probieren. Probier du es aber dann mal. Du magst es. Das ist schön. Du kannst noch ein bisschen was essen. Du magst es. Okay. Okay, den Rest bauen wir uns für ein andermal auf.
schon 10 Minuten in der Folge. Wir sind noch nicht mal draus aus dem Berg. Wir haben nur den Bosskampf gemacht. Ah! Ich muss Leute auswählen und nicht mehr auswählen. Ja, dann nehmen wir jetzt die neuen. Die neuen, die wir jetzt bekommen haben mit. Würde ich sagen. Ja. 5 verschiedene Fächer! Yeah! Juhu! Oh, das ist ein Ploing! War das der mit der Essen gab? Oder welcher war das? Miam, ja doch. Der mit Essen. Das ist unser Team! Wir haben Warte, ich seh's grad nicht. So. Mich als Magier haben wir einen Supporter. Einen Dieb halt. Alle angreift und dann halt Young Mike, der dann auch nochmal alle angreift eigentlich. Ja. Sorry, by the way, falls man sehr viele Katzen im Video sehen sollte. Kann ich nicht ändern. Blub, 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 blub. Hi Isaac, wie geht's? Flammenberg-Gipfel, wir sind nun... Da ist das Schloss. Wir sind nun am Finale, hoffentlich. Und da müssen die letzten 3 Freunde sein. Auf geht's! Finalstimmung! Na, noch nicht ganz. Wir sind noch nicht im Schloss drin. Wir sind noch außerhalb. Das muss die Burg des dunklen Fürsten sein. Herr, wo geht ihr hin? Ihr guckt einfach nach rechts. Da hinten ist die Burg, Leute. Auf zur Rettung unserer Freunde. Wir zeigen dem dunklen Fürsten, was wir von ihm halten. Dann bleibt ihr da hinten einfach stehen. Cooler Cutscene. Schaut mal, wie Young Mike einfach sich bewegt. Das habe ich nie gesehen. LOL. Weil ich immer vorspule, sehe ich das gar nicht. LOL. Das fand ich schon lustig. Nicht schon als Schlaf. Explosion! Boom! Warum ist Danny wieder böse? Kann er aufhören, böse zu sein, bitte? Und wie gesagt, sobald wir alle gerettet haben, werde ich meine ganzen Tickets aufbrauchen. Offscreen. Ich muss schon das Fazit zeigen. 1000 Münzen! Außer es sind Tickets von Norton, die wir noch nicht gesehen haben. Das Frühstück war lecker. Isaac! Grübel, Grübel, extra Grübel. Wer hat hier eigentlich die Heizung aufgedreht? Meine Klamotten sind schon völlig durchgeschwitzt. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn ich einfach alles ausziehe. Ist ja auch keiner da, der zuguckt. Würde zu Isaac tatsächlich passen. Also dann runter mit den Klamotten! Hä? Oh, du! Hallo, ich bin's Isaac, Klamottenforscher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden treffen würde. Zur Feier unseres Wiedersehens. Hier ein toller Spruch. Geheimwege gilt aufzuspüren, da sie oft zu schätzen führen. Was hat mein berühmter Vater gesagt? Bis dann, man sieht dich. Okay. Cool. Super. Yay. Badabadabadabam. Badabab. Yeah. Hör auf zu driften, please. Wollen alle was haben? Silbergeschoss. Ja. Ja. Da muss ich nicht zweimal überlegen. Ja. Bitte greifen nur noch mit dem Fisch an. Wunderschön. Wunderschön. Bienenkleid. Macho Dress. Junge, was? Ein Kleid mit so richtig krassen Muckis. What? Wenn es gefällt, mir gefällt das persönlich nicht so wirklich. Habt ihr alle schon? Nee, du noch nicht. Alle aus hier beide. Okay. Zack. Und zack. Dumm. Hat das schon jeder? Nein. Die ganzen Hundekekse. Du war noch nicht. Was ein riesiger Tisch das sein muss. Wer hat den denn bitte gebaut? Jetzt mal ehrlich, wer hat diesen Tisch gebaut? Das ist riesig.
hat er keinen Hunger mehr. Ja, isst jetzt. Mögen es alle nicht. Es explodiert mein Mund. Auch nicht so. Auch nicht so. Ach wow, die sind so selten, die Dinger. Und dann mag das keiner am Ende. Mies. Na egal. Dann ist es halt so. Let's go. Wir drei. Wir haben ein Abenteuer. Yeah, yeah, yeah. Ja, auf zu Tingle. In seine Richtung. Weil da war da oben eine Kiste, die ich gerade übersehen habe. Dann geh ich denn da lang. Oder ist das noch, oder habe ich da was? Keine Ahnung. Der große Weise Iwata ist fort. Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam ohne ihn. Bah, wer braucht den schon? Du hast doch mich, deinen Bruder. Genau deshalb vermisse ich den großen Weisen, ja. Sorry, Danny. Kein Stress, Bro. Oh, damn. Das sind wieder ganz viele Gegner, die wir retten werden mit dem Fisch. Der macht Wisch-Wisch. Bam. Los, Danny. Fisch. Nein. Okay, schade. Mach den Mist und setz dreimal Fisch ein. Den Job wird niemand verstehen, aber ist mir egal. Neue Technik. Harmonie. Harmonie. Ärger vorbei. Danke. Das ist super. Das ist sehr, sehr super. Ich glaube, ich weiß jetzt schon meine Top 5 Lieblingsklassen in dem Spiel. Oh. Level für Danny. Level up für Miku. Welche Level sind die eigentlich? Hab ich gar nicht nachgeguckt. Und Level up für Young Mike. Muss ich gleich mal nachschauen, welchen Level die sind. Da habe ich voll vergessen. Kuban Schinken Sternchen Sternchen. Aha. Auf zum Schloss. Oh oh. Frische Brise. Bam. Was macht er? Oh, der heilt sich. Yay. Krächzen. Hört sich an wie Plaudergeil am Krächzen. Nein, ich... Mein Stick driftet. Weil ich mir dachte, hier war das bestimmt nicht nochmal sehen, habe ich es euch rausgeschnitten. Gern geschehen. Und die sind ungefähr auf meinem Level, aber ein Level runter oder so. Ist okay. Solange sie alle über Level 10 sind, ist alles gut. Nein, Pferd. Schlauben müsste reichen, das sind nur Bomben. Explodiert! Nein! Du blödes... Ich bin aber auch so dumm, ne? Warum benutze ich einfach Steuerkreuz? So wie die letzten Folgen, wo es nicht gedriftet hat. Da habe ich immer Steuerkreuz benutzt. Was soll ich jetzt wieder tun? Warum habe ich... Ich weiß nicht, warum ich gewechselt habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Ja, alle wollten irgendwie was machen miteinander. Okay, was denn? Mhm. Ich auch. Aha, okay. Wow, habt euch kennengelernt. Ich wusste es doch. Was wusstest du doch? Hä? Was wusstest du doch? Okay, weird. Oh Gott, die ganzen Leute hier hin und her zu schieben ist ein bisschen nervig. Vor allem nur, weil das Pferd wieder leveln möchte. Aber komm, zwei Level kann ich ja nicht nein zu sagen. Das ist halt ziemlich gut. Ich kenne alle. Bunny kennt Miku noch nicht. Das müsste ich ändern. Das sind die Waifus hier von dem Bild von Mike. Du kennst Young Mike noch nicht. Das müssen wir auch ändern. So. Du kennst Young Mike auch noch nicht, aber Danny auch noch nicht. Das heißt, dass du dich einfach mal mit Danny ins Zimmer setzt. Aber warte, ich wollte mich da einfach noch... Ah, warte. Ich wollte mich noch leveln hier. Ja. Ja, ich wollte noch leveln. Silbergeschoss oder Pizzascheibe? Nein! Nein! Geh mir mit der Pizza aus dem Gesicht weg. Weg damit! Nein! No! Wow. Oh, okay. Machen wir weiter, yeah.
Tingel! Doch, da oben ist eine Kiste. Hä? Was? Hä? Wir können einfach... Was? Okay. Physik, meine Damen und Herren. Physik. Funktioniert. Klar. Hä, ist doch logisch, Mike. Hä? 4000. Klar, normal. Wow. Lächerlich. Igitt. Ist mir so egal. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Ja, ja. Was mit euch beiden? Wollt ihr euch vertragen? Igitt, es war gemein. Es tut mir leid, ich war gemein und unachtsam, das darf nicht sein. Komm her. Danke, Freddy. Yeah. So, weg mit dir. So, und das fährt mir mit dir reden. Ich wollte dich wieder hochleveln. Yeah. Nicht mal ein Level up. Ist das gelohnt? Wer weiß. Ja, komm, machen wir weiter. Oder wollt ihr was haben? Macho Dress. Komm, ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Das kann ich mal wieder ausgeben, ne? Silbergeschoss. Sollte stärker sein. Oh ja, und wie viel stärker das ist. Schön, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Was mit dir? Macho Dress? Ich glaube, das lohnt sich nicht, aber ich kauf's trotzdem mal. Weil ein bisschen mehr Stats es auf jeden Fall haben wird. Doch, doch, eigentlich lohnt sich das schon. Das ist schon plus 7. Schon ganz nett. Ja, okay. Machen wir weiter. Die Kiste liegt da einfach so in der Luft rum. Oh Mann, komm. Tingel, wo sind wir hier? Keine Ahnung, Mann. Ich bin hier nur wegen meinem Job. Kulipa, willst du einen Test machen? Es geht um Mii-Parade. Let's go! Du musst dir jede Menge Leute merken. Mal wieder. Ich weiß, dass du das nicht so gut kannst. Deshalb mache ich das gerne mal. Let's go! Alles klar. Start! Okay. Esgon. Villager. Toriel. Das sind 6 Leute. Sechs. Ja! Yay! I did it, guys! I did it! Juhu! Das ist womöglich das letzte Tingle-Quiz. Juhu! I did it! Yay! So. Und das ist das Ende der Welt. Hier scrollt's nicht mehr weiter. Das ist hier ist die Burg des dunklen Fürsten. Ob da das Finale ist? Hoffentlich. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge uns anschauen. Genau anschauen. Sag, Young Mike, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Natürlich hat er das. Und zwar... schreit er gerne rum. Ah! Ungefähr so hört sich das dann an. Genau. Und so bewegt er sich dann. Ist ja dunkel. Es ist hier überall schon dunkel. Zeit zum Grillen. Oh. Schau, was ich gefunden habe. Wer möchte einmal kosten? Ja, probier doch. Tja. Und dann kam der Morgen. Yay. Nochmal einmal campen gegangen. Bevor wir uns dann in der nächsten Folge zum Schloss begeben. Mit 3 weiteren Bananen. Yeah. Ah, und ein Gegner, bevor ich die Folge beenden kann. Okay. Die beiden Nullnummern noch. Die wollen noch nerven. Haut ab. Boom! Bada bing, bada boom. Ihr seid beide tot. Nein, 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 nicht. Pass auf. Yay. Yeah.
Juhu! Bada! Level 7! Krankenbesuch! Uiuiui! Was, wir sind jetzt Level 7 miteinander? Biku! What? Egal, ich verzeih dir wegen dem Liebeslied. Bam, bam! Da reicht doch eigentlich normaler Angriff. Bam. Nice. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr interessiert seid an der Story, dann seid doch auch beim nächsten Mal dabei. Bei Miitopia! Ich war mal. Man kann nie völlig genug sein. Hier ist ein Geschenk und auch dir ein Lächeln. Ich bin es, Zuschauer. Danke, Muffin. Ja, danke. So, und jetzt noch kurz lesen, was das ja nicht war. Die zwei haben letzter Wunsch gelernt. Auch wenn du gefallen bist, kannst du kritisch getroffene Freunde heilen. Hä? Lol, okay, das ist geil. Alles klar.